Ich habe noch mal eine Kleinigkeit. Und zwar ist mir bei Fabians Rede jetzt aufgegangen, habt ihr gesehen, ich habe die Lichter entzündet. Aber wie das Wetter nun mal so ist, die gehen dann meistens wieder aus. Und deswegen habe ich die spontane Idee gehabt, falls irgendjemand von euch irgendwo ein gebrauchtes Aquarium hat, irgendwo noch im Keller, was da vor sich hinstaubt, wir würden es gerne nehmen. Und wenn jemand ein größeres Aquarium oder Terrarium hat, wo ein Laptop drunter passt, da sind wir auch interessiert. Ich möchte mal die Menschen hier ansprechen, die hier drumherum laufen. Mal kurz stehen bleiben, mal kurz zuhören, weitergehen. Ich habe viele Gespräche heute wieder geführt. Unter anderem eine Dame, die sagte, ja, wie wollt ihr das ohne Politik lösen? Auch selbst wenn ihr Bürger seid, das ist doch auch Politik. Eigentlich hat sie doch recht, oder? Und die hier so vorbeilaufen, ihr lauft, ihr geht konsumieren. Konsum an für sich ist nichts Schlechtes. Es wurde ja immer gesagt, Konsumverzicht üben. Da wurde ich angegriffen dafür. Aber Konsum von, per se zur Befriedigung seiner Bedürfnisse ist nicht schlecht. Solange ich niemanden damit schädige. Und darum geht es doch eigentlich. Wen schädige ich, wenn ich konsumiere? Also wenn ich zu McDonald's gehe, dann schädige ich Tiere. Dann nehme ich Nahrung zu mir, wo Tiere massenhaft in Ställen gehalten werden, die mit genveränderten Soja und Mais gefüttert werden. Und diese Felder, wo dieses Soja und dieser Mais wächst, werden in anderen Ländern und Kontinenten der Bevölkerung weggenommen. Dort ist keine Anbaufläche mehr da, damit dort kleine Bauernhöfe existieren können. Dort wird Genmais und Gensoja angebaut, damit wir uns hier auf dem Grill einen Wanst vollschlagen können. Das ist falsch. Wir dürfen nicht nur an uns denken. Und das ist gerade das, unsere Mentalität hier in Europa oder Amerika oder in den sogenannten wohlhabenden Ländern, dass wir denken, wir sind die Krone der Schöpfung. Wir haben uns das erarbeitet, wir leben in Wohlstand. Aber haben wir uns das wirklich erarbeitet? Nein, wir sind hier reingeboren. In anderen Ländern, die Menschen, die dort geboren werden, die haben sich das genauso wenig ausgesucht, wie wir, dass wir hier geboren worden sind. Und deswegen haben wir nicht das Recht, den ganzen Planeten auszubeuten, zu schädigen, zu vergiften mit Pestiziden, etc., nur damit wir hier in Wohlstand leben können, damit wir hier uns vielleicht bei Primark irgendwo ein T-Shirt kaufen, was wir nach zweimal tragen wegschmeißen, wo wir Pflanzen zu uns nehmen, die mit Pestiziden verseucht sind, die überhaupt nicht mehr nach Obst und Gemüse schmecken, was nur nach Wasserzeug ist, wo die Böden ausgelaugt werden und so weiter. Genau das ist doch das Problem. Wir müssen in uns selber aber anfangen. Wir können nicht erwarten von unseren Politikern, dass die sich bewegen, wenn wir selber uns nicht bereit sind, und dass wir uns bewegen. Und das können wir machen, indem wir ganz genau überlegen, was kaufe ich? Wo wurde es hergestellt? Derjenige, der es hergestellt hat, kann der denn auch davon leben? Hat der was davon? Oder vegetiert der auch irgendwo am Existenzminimum? Wie die Näherinnen in Bangladesch? Wo kommen unsere Schuhe her? Wisst ihr, wie das Leder in unseren Schuhen hergestellt wird? Ich sag's euch, wie es hergestellt wird. Es wird in China hergestellt. Dort laufen die Leute mit barfuß durch Chromdioxid, Chromhexoxid und alles Mögliche. Die vergiften sich, nur damit wir hier die tollen Lederschuhe tragen können. Sag mal, das ist doch irre, oder? Unsere Klamotten, die sind aus Baumwolle hergestellt. Die Baumwolle ist mittlerweile genauso gentechnisch verändert, wie das bei Soja ist, bei Mais und bei anderen Pflanzen. Die Baumwollpflücker verdienen nichts. Die können gerade nur noch am Existenzminimum leben. Wie viele Sachen sind das, die hier aus billigem Plastik hergestellt werden? Billigstes Spielzeug, was nach einmal bespielen, sofort zerbricht, damit wir es neu kaufen müssen.
Schaut euch doch mal die 1-Euro-Läden an. Guckt euch doch mal diesen Schund an, der dort produziert wird. Der in großen Schiffen mit Containern unter Verwendung von unheimlich viel Diesel hier rüber geschifft wird, damit wir hier konsumieren können. Warum muss es dauernd ein neues Handy sein? Warum gibt es denn diese Verträge, dass man alle 2 Jahre ein neues Handy bekommt? Wir bezahlen mehr für diese Verträge, damit wir alle 2 Jahre dieses Handy bekommen. Warum reicht uns das Prepaid-Handy nicht zum Beispiel aus? Oder ein Vertrag, wo wir keinen Anspruch auf ein neues Handy haben? Was sind da alles für Rohstoffe drin? Alleine Gold, Silber, Silizium. Unter welchen Bedingungen werden diese Materialien abgebaut? Zum Beispiel in Afrika. Dort werden Kinder in die Bergwerke geschickt. Die unter elendsten Bedingungen. Nur damit wir hier alle 2 Jahre unser neues Handy haben, eine neue Playstation und so weiter. Das ist Wahnsinn. Und genau darüber müssen wir nachdenken. Schauen wir doch einfach mal in den Läden nach. Es ist gar nicht so schwer. Ich selber probiere es gerade seit mehreren Monaten jetzt aus. Wir haben hier einen wunderbaren Biomarkt in Braunschweig. Denz, ich kann nur Werbung dafür machen. In Rautheim gibt es einen ganz, ganz tollen Hofladen. Da ist Obst und Gemüse sogar noch unterschieden nach Bio-Siegeln. Zum Beispiel, ob es von Bioland oder von Demeter kommt. Das sind die Sachen, was wir machen können. Bei Klamotten haben wir es natürlich schwerer, das gebe ich zu. Es gibt kaum noch irgendwelche Sachen, die in Deutschland produziert werden. Eine Firma kenne ich noch, das ist Trigema. Vielleicht sollten wir uns auch miteinander austauschen. Jeder, der was gefunden hat, was hier nachhaltig produziert wird, was er gerne konsumiert, weil es eine gute Qualität hat und weil die Menschen, die das produzieren, davon auch leben können, tauscht sich aus. Schräge an, hier eine Liste zu machen, wo man solche Sachen aufschreiben kann, damit wir untereinander wissen, wo kann man einkaufen, was kann man machen. Und dass wir genau die Sachen nicht kaufen, die eben auf diesem Planeten nachhaltig schädigen. Ich erinnere bloß an solche Konzerne wie Nestle. Nestle kauft überall Wasser auf, in Indianerreservaten, füllt es ab in Flaschen, und Indianer in Amerika haben dann nicht die Möglichkeit, dieses Wasser zu kaufen, weil sie gar nicht das Geld dafür haben. Wie das genauso ist, dass in Afrika, in anderen Ländern, in asiatischen Ländern mittlerweile, in Brasilien auch schon, es gibt in Südamerika ein sehr großes Wasserreservoir, das ist mittlerweile aufgekauft. Es wird unterirdisch abgepumpt, da leben 3 Länder davon. Das ist irre. Und da müssen wir ansetzen, diese Produkte nicht mehr zu kaufen. Egal, ob das Nestle ist, ob das Coca-Cola ist und so weiter. Es gibt im Internet, kann man sich informieren, welche Firmen gehören zum Beispiel alle zu Nestle. Das sind unzählige. Was ist mit Monsanto? Die Firma, die erst Gentechnikpflanzen an die Bauern verkauft, die nicht hybridfähig sind, also die, wo kein Saatgut draus gewonnen werden kann. Die Bauern können also ihr Saatgut nicht mehr selber gewinnen. Sie müssen das Saatgut dann von Monsanto kaufen. Das Ergebnis, dazu kommt, die Gentechnikpflanzen sind unempfindlich gegen Glyphosat. Es wird also mit Glyphosat gegen die Unkräuter gespritzt. Es gibt mittlerweile super Unkräuter. Und das Endergebnis ist, sieht man in Brasilien, wo so viel Gensoja für unsere Kühe und Schweine hergestellt wird. Wenn man sieht, wie die Kinder dort auf die Welt kommen, mit welchen Behinderungen die kommen, wie hoch die Krebsraten dort in diesen Gebieten steigen nachweislich, wie die Firma Monsanto, Aktivisten in Brasilien, die das Ganze genauso angeprangert haben, mit dem Tode bedroht hat und ihre Kinder mit dem Tode bedroht hat, dann sieht man, in was für einer irren Welt wir leben. Deswegen, jeder muss es für sich selbst entscheiden. Ich kann niemanden dazu zwingen. Es muss in jedem selber im Kopf Klick machen. Und darum geht es. Überlegt, kann ich etwas tun? Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wenn ihr erstmal nur auf eine Sache verzichtet. Es gibt auch viele Alternativen. Auch hier sind ganz viele, die sich mit dem Thema mittlerweile auseinandergesetzt haben. Wenn ihr unsicher seid, sprecht uns an. Da können wir drüber reden. Aber versucht es wirklich mal, ein ganz kleines bisschen auf irgendwas zu verzichten. Weil wenn wir damit
diesen Konzernen die Nahrung nehmen, den Profit nehmen, dann können wir was erreichen. Ganz ohne irgendwelche Politiker abzusetzen oder sonst irgendwas. Ganz friedlich von unten. Dankeschön. Ja, danke.